meine Damen und Herren, das ist kein Überbleibsel schokoladenartiger Natur des letzten Osterfests, das Sie hoffentlich gemeinsam mit Ihren Liebsten recht besinnlich und schön verbracht haben. Nein, das ist ein waschechtes, ich höre mal rein, Sprecherei. Und wir hoffen, dass, wenn uns die Natur gewogen ist, wir im Laufe dieser Sendung live zum ersten Mal im deutschen Fernsehen gemeinsam mit Ihnen, ich lade Sie dazu recht herzlich ein, wenn Sie mögen, Zeuge sein können des Schlupfes eines echten William Kohns. Unter dem Motto, kleine Sendung, dicke Eier, das ist ein Scherz, der darauf rekurriert, dass Ei sowohl Ei bedeuten kann, aber auch Testikel, also der männliche Hoden. Unter diesem Motto steht die Sendung, zu der ich Sie recht herzlich, ja, wenn Sie dabei sein wollen, einladen mag. Kommen Sie einfach mit, folgen Sie mir, seien Sie mit dabei. Das ist das Neo-Magazin Royal. Neo-Magazin Royal mit Jan Böhmermann. Folge 10, die drei Askenzeichen und das geheimnisvolle Gruselei. Mein Name ist Jan Böhmermann. Heute zu Gast Oliver Rohrbeck. Musik Dendemann und die Freie Radikale. Ja, wir sind Neo, Neo, Freie Radikale. Ja, wir sind Neo, Neo, Freie Radikale. Und das hier ist Jan Böhmermann. Wir sind das Neo-Magazin. Meine Damen und Herren, die Stimme von Justus Jonas von den drei Fragezeichen Hörspielfans aus allen Ländern der Welt werden ihn kennen. Oliver Rohrbeck ist zu Gast. Ich lade Sie recht herzlich ein, meine Damen und Herren, wenn Sie mögen, mit dabei zu sein, Zeuge zu sein eines eventuell, also wenn Sie wollen, wenn ich will, Naturschauspiels der Extraklasse hier in Ihrem ZDF Neo, das kleine Schlüpfen. Heute haben wir ein Sprecherei im Studio und wir wissen nicht genau, wann kommt der William Kohn heraus, wann findet der Schlupf statt. Bis dahin müssen wir Sie unterhalten mit einer Standardsendung, der Hashtag der Woche. Oh, ich habe ein Geräusch gehört, vielleicht ist es bald soweit, vielleicht kommt bald der Durchbruch. Wir wissen es nicht, wir können die Natur nicht beeinflussen, der Hashtag der Woche. Aber wenn Sie das Internet beeinflussen möchten in dieser Woche, lautet Ask Adi. Hashtag der Woche, Ask Adi. Und eine schlechte Nachricht direkt zu Beginn. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die Bild-Zeitungsredaktion hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Und nicht nur die. Griechenland, das ist dieses Pleiteland im Mittelmeer, möchte von Deutschland, kam diese Woche raus, haben sie angemeldet, 300 Milliarden Euro haben. Die Griechen wollen 300 Milliarden von uns Deutschen haben. Wir haben einen Taschenrechner rausgeholt und haben einfach mal ganz knallhart durchgerechnet, 300 Milliarden Euro an Griechenland zahlen, da wäre es eigentlich fast billiger, einen dritten Weltkrieg anzufangen. Also eigentlich, uns wäre mehr Fun. Und es wäre mehr Fun. Oh. 300 Milliarden Euro oder wie Flair sagen würde, Einkommensteuervorauszahlung fürs zweite Quartal 2015. Und ich zahle 1000 Millionen mal mehr Steuern als alle anderen. Okay, Griechen, meinetwegen, ihr könnt die 300 Milliarden Euro haben. Oder ihr nehmt Tor 3. Schade. Meine Damen und Herren, kennen Sie diese alte, ich weiß nicht, ob Sie die kennen, kennen Sie diese alte Seemannsweisheit, immer wenn Johannes B. Kerner weint, stirbt irgendwo auf der Welt eine Gutfried Geflügelleberwurst? Und in dieser Woche hat Johannes B. Kerner zusammen mit seinem, ich glaube, Sie sind Facebook-Freunde, mit seinem Kollegen Jörg Pilawa viel Grund zu weinen, denn beim Wurstgiganten Rügenwalder hat man rausgefunden, es wirklich war, dass die Wurst immer unbeliebter wird. In Zukunft werden die Menschen weniger Wurst essen. Der Marketingchef von Rügenwalder hat sogar gesagt, und das ist kein Scherz, die Wurst ist die Zigarette von morgen. Die Wurst ist die Zigarette. Was wir Wurstfans hier im Neo-Magazin Royal uns gefragt haben, steht dann auf der Verpackung von so Würstchen auch, Wurstkonsum während der Schwangerschaft macht ihr Kind dick und hässlich. Mann, den weiß ich nicht. Ich sollte nicht so viel Wurst essen. Keine Ahnung. Zur Entwöhnung übrigens, falls Sie auch runterkommen wollen von der Wurst, gibt es jetzt für alle Süchtigen Mortadella-Pflaster in der Apotheke zu kaufen. Wenn man sich einfach so, oh, habe ich da gerade das Ei? Ich gehe ganz kurz mal eben rüber zu unserem Ei, meine Damen. Ich darf Sie recht herzlich bei der Hand nehmen, vielleicht mal ganz kurz. Kommen Sie mal mit rüber, schauen wir mal gemeinsam, was das Ei macht.
Das ist, ja, das ist ein ganz spezielles, das kleine Schlüpfen heute hier. Mensch, spüren Sie auch die Spannung? Einfach mal 90 Minuten lang Eierfilm. Das kennt man sonst in Ostdeutschland nur aus dem privaten Hobbyraum. Nee, komm, Mandy, wir machen jetzt mal was für YouPorn. Mal gucken, ob wir Klicks bekommen. Hey, Partystimmung! Meine Damen und Herren, am 4. April wurde die Lieblingsfirma aller Menschen auf der Welt, Microsoft, 40 Jahre alt. Microsoft, 40 Jahre alt, die Erfinder von Windows. Microsoft wird 40 Jahre alt. Microsoft, oder wie wir das hier nennen, das Apple des kleinen Mannes. Oh. Ist da gerade Karl Klammer aufge... Was? Wie es aussieht, machen Sie einen Stand-up. Kann ich Ihnen weiterhelfen? Nee, erstmal ohne Hilfe weitermachen. Microsoft, natürlich die Erfinder von Windows, ist ja klar, das ist das bekannteste Produkt von Microsoft. In 40 Jahren ist nur Jenny Elvers öfter abgestürzt. Sind Sie sicher, dass Sie diesen Witz machen wollen? Ja, Karl, ich habe den Witz ja gemacht, Karl Klammer. Den mach ich mal als Witzvorlage speichern, vielleicht für, falls ich mal bei Tele5 eine Show bekomme oder sowas. Übrigens, wussten Sie, dass diese Sendung auch mit Microsoft-Produkten hergestellt wird? Wir benutzen auch ausschließlich... Oh, was ist das denn schon wieder? Ach Gott. Ja. Das dauert. Ja, machen wir mal lieber abgesichert. Mal gucken, ob das noch funktioniert. Gut. Ah, aber da kann man jetzt gar keine Treiber geladen. Lieber ganz hart neu starten. Das ist immer besser. Ja. Dauert lange. Probleme? Was sind Probleme? Ob du Probleme hast? Nee, Jan, ich hab dich gefragt. Nee, habt ihr ein Problem oder was? Ob du Probleme hast? Ob ihr Probleme habt, ich wissen. Hab doch zuerst gefragt, ob du Probleme hast. Ich hab keine Probleme. Habt ihr Probleme? Wenn du Probleme hast, ja, dann tut es mir ja, leid. Ne Mann. Hessen hat 99 und für deins keine Zeit. Hit me. Man weiß nicht, was man von ihm halten soll. Der König persönlich oder ein alter Troll. Er stand schon mit viel und auch schon mit nix da. Viagra-Maskottchen, Schutzpatron, der Wichser. Aber what the dilly, what der Handel. Ja, er rockt alle Partys nur im Bademantel. Und das sechste Glas später checkt es fast jeder. Er ist Hef, der Chef, der perfekte Gastgeber. Immer cool, doch im Job hat er die Nase vor. 99 Problems und das Doppelte an Hasenohren. Hast du ein Problem? Dann tut es ihm leid, Hefner hat 99 und für deins keine Zeit. Digga, die Dänemann und die Freie Radikale. Können Sie auch berufen Ihre Geburtstagsfeier, wenn Sie wollen. Wer hat Geburtstag heute? Hugh Hefner. Hugh Hefner mit 89 Jahre alt. Ich dachte besser, bevor wir es nächstes Jahr nicht mehr machen können. Hashtag der Woche. Ask Adi, meine Damen und Herren, und die treuen Neo-Magazin-Fans von früher noch, als das Neo-Magazin noch cool war, von ZDF Neo, die werden es wissen, gelegentlich stellen wir hier in unregelmäßigen Abständen neue, moderne YouTube-Formate vor, um sie so ein bisschen einzuführen in die Welt des Internets. Und meine Damen und Herren, vor einem halben Jahr haben wir Ihnen einen Haul vorgestellt. Das ist quasi ein 14-jähriges debiles Mädchen, setzt sich vor eine Kamera und packt ihre DM-Tüte aus. Und das gucken dann 200 Millionen Leute. Das passiert, während wir hier sitzen, passiert das tatsächlich gerade im Internet. Und es gibt aber auch, ich weiß nicht, ob Sie das wussten, aber ich lade Sie recht herzlich ein. Ich darf Sie bei der Hand nehmen, meine Damen und Herren. Frei nach der Johannes B. Kerner Moderationsschule. Folgen Sie mir einfach, sich ein weiteres Internet-Bonbon anzuschauen. Kennen Sie Follow Me Arounds? Es gibt Follow Me Arounds, tatsächlich. Und wir haben einen der wichtigsten deutschen YouTube-Stars gewinnen können, sagen wir es ehrlich, mit Geld und einem, ja, mit einem Überraschungsei, was wir ihm geschenkt haben. Was macht unser, ist unser Ei noch? Es ist wahnsinnig spannend. Also ich könnte wirklich stundenlang... Ob der Schlupf kurz bevorsteht, ob wir hier Zeuge sein werden, wie neues Leben das Licht der Welt erblickt. Und das Erste, was dieses... Stellen Sie mal vor, Sie sind Küken, das Erste, was Sie sehen, wenn Sie aus dem Ei rauskommen, ist das Gesicht von Johannes B. Kerner. Hallo. Follow me around, meine Damen und Herren. Wir haben einen der größten deutschen YouTube-Stars dafür gewonnen, uns das mal zu erklären. Das ist das Follow me around von unserem Adi. Oh, 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 oh.
Oh, mega Fan. Oh, besser. Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Adi. Ich hab morgens einen Atem, damit kannst du die Hindenburg füllen. Boah, das riecht ja wie mein Goebbels unterm Sofa. Ich hab für euch ein kleines Führer-Mir-Round vorbereitet, einfach damit ihr ein bisschen sehen könnt, dass der Adi letztlich einer von euch ist. Jetzt mache ich kurz noch meinen Morgenstuhl. Gibt es nicht! Wie hat sich das Ding denn eingebunkert? So, da sind wir angekommen. Da geht's direkt los. Schöne Begrüßung. Hat mir der Martin Bormann zum dritten Jahrestag, da macht er gleich und geschenkt. Bisschen Fußgang. Aber nicht super. Mein Zimmer. Eigenes Zimmer für mich, mein Hobbyraum. Hier sieht man vielleicht mal mein Schreibtisch, mein Feindebuch. Ist natürlich rappelvoll. Ich spiele wahnsinnig gern Gesellschaftsspiele. Zum Beispiel Risiko, der Herrenmensch, ärgere dich nicht, Hitler von Katar. Ich habe in den Kommentaren gelesen, dass ihr euch fragt, wie ich eigentlich jeden Morgen meinen Bart so akkurat hinbekomme. Ferdinand Porsche hat mit den begabtesten Ingenieuren des Deutschen Reiches ein Präzisionsrasierer, den sogenannten PR7, entwickelt, den ich jeden Morgen zur Anwendung führe auf meiner Oberlippe. Du musst ein bisschen leise sein. Das ist hier Evas Raum. Wahrscheinlich gerade beschäftigt, die macht viel Kunsthandwerk. Die hat einen eigenen Davanda-Shop. Da macht sie Filzhüllen für iPhones. Schatz. Das hier ist der Ort, an dem ich mein neues Buch geschrieben habe. Das Adi-Prinzip kann man vielleicht auch zeigen. Ja. Ja, worum geht's? Dass man immer man selber bleiben soll. Auch wenn einem alle anderen davon abraten. Immer wenn ich das lese, kriege ich einen Steifen. Das war das Führer mir Round Wolfschanze. Nächste Woche gibt's ein Beauty-Video zusammen mit Dagi. Welcher Nagellack passt am besten zur Panzerfaust? Und wir rubbeln uns gegenseitig SS-Runen auf die Nail-Tipps und biersen uns die Ohren, dass es eine helle Freude sein wird. Bis dahin, Mediakraft durch Freude. Bussi, Bussi, euer Adi. Hashtag Ask Adi. Unser Gast heute, die Stimme von Justus Jonas. Sie werden sie kennen, sobald sie sie hören. Oliver Rohrbeck, meine Damen und Herren. Ich darf Sie recht herzlich einladen, wenn Sie mögen, einfach nur mal rüberzuschauen, was unser ungeborenes Leben da drüben macht. Wir haben ein Sprecherei hier im Studio, was hoffentlich live zum Schlupf führt. Ein Kohnküken, muss man direkt aber sagen. Es ist wie bei... Es ist... Oh Gott, was ist das denn? Was ist denn jetzt los? Eieieiei. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Wer sind Sie denn? Ich bin der Beefträger. Ich bringe den Beef. Sie sind der Beefträger. Haben Sie denn auch einen Beef für mich dabei? Lassen Sie mich noch mal nachschauen in meiner Beeftasche tatsächlich. Ihre Beeftasche? Ja, tatsächlich. Gut. Da haben wir doch ein Überseebeef sogar aus Amerika. Ein Überseebeef, ist der per Luftbeef? Oder hat ihn die Beeftraube gebracht? Fast, das ist eine. Das ist eine Apple-CD 300. Eine Apple-CD 300? Haben Sie da ein Ablaufgerät dafür? Ein Laufwerk, aber natürlich, ich habe immer ein Apple-CD 300-Laufwerk. Sozusagen den Beef-Öffner sozusagen. Ja, ja, sehr gut. Ich schiebe jetzt diese Apple-CD 300, die übrigens nichts anderes ist als eine Hülle für eine CD. Da konnte man CDs reintun früher. Mhm. Schiebe ich jetzt hier mal hier in dieses Laufwerk rein. Mal schauen wir doch mal, was für einen Beef wir haben. Here's a money-saving tolls tip for Valentine's Day that we did in 2012. Take a glass of apple juice, add some Alka-Seltzer, boom, champagne. Our research department just uncovered another country ripping off Tull's tips. They have two guys in a prop room instead of one guy. Other than that, it's still exactly the same bit. The Bustle Brothers, excellent tradition. Handgranate, können Sie sichern? Als Geschenk verpacken. Und zack, fertig. Last Christmas. And here's
Yes, boo those Germans. Yeah. They so here's love the, grenades. Yeah. See, Bill, this is the only difference. Bill says boom at the end, boom. And the German guy says Zach für dich. And that got us wondering, all right, what's going to happen if we don't stop this ripoff of our Tull's Tips right this very minute? We've already seen Bill Tull's Tips spread from France to Germany. And we all know what happens when the Germans get a hold of an idea they like. God save us all. Ich glaube, ich sollte auf diesen Beef antworten. Lieber, wie heißt der, Conan? Conan, ja. Conan? Conan. Wie der Schwarzenegger-Film? Richtig. O'Brien. Lieber Conan, wir vom Neo Magazin Royal klauen nicht. Wir haben noch nie geklaut, darauf gebe ich Ihnen mein Ehrenwort. Ich wiederhole, mein Ehrenwort. In der Tat mussten wir herausfinden, dass nicht wir die Verletzer geistigen Eigentums sind, sondern Sie. Sie, Conan, Sie haben gestohlen. Und wir haben auch einen Videobeweis. This time it's a show in Germany. Germany. And the German guy says, Zack für dich. Zack für dich. Die Fernsehwelt hält den Atem an. Hat das Neo-Magazin Royal mal wieder eiskalt dem Urheberschutzgesetz ins Gesicht gekackt? Die Amerikaner haben den Requisitenwitz erfunden. Das gibt's doch nicht, so ein Quatsch. Nur mal als Beispiel. Wer hat das Auto erfunden? Ein Deutscher. Wer ist damit reich und berühmt geworden? Henry Ford, Amerikaner. Oder Burger King und McDonald's machen seit Jahrzehnten Millionen mit Hamburgern. Hamburg, deutsche Stadt. Die Amerikaner sind zum Mond geflogen. Schon mal was von Werner von Braun gehört? Die wurden zum Mond geflogen, von uns. So ist das mit den Amerikanern. Die klauen wie die Elstern. Die haben keine eigene Kultur. Alles von uns. Deutschen. Fakten, die nicht lügen. Und auch der Blick in die Vergangenheit zeigt, diese Art von Requisiten-Gags gibt's in Deutschland schon seit Tausenden von Jahren. Diese Art von Requisiten-Gags gibt's in Deutschland schon seit Tausenden von Jahren. Höhlenmalereien aus dem Schwesternküssertal bei Saarbrücken belegen, dass die ersten Witze dieser Gattung bereits zum Ende der Kreidezeit gemacht wurden. Mammut. Kartoffeln. Lustiges kleines Spielzeug. Zack, fertig. Happy Meal. Die Requisiteur-Dynastie der Familie Tull. Seit Generationen pflegen die Vorfahren von Marcel und Simon Tull, so ihr bürgerlicher Name, den Requisitenscherz. Die beiden sind direkte Nachfahren von Melchior und Godehard Tull, die laut Familienchronik im Jahr 1305 den neuzeitlichen Requisitenscherz erfunden haben. Eine Ratte, dran lecken und zack, fertig. Impfung. Doch im Familienstammbaum der Tulls findet sich ein dunkler Fleck. Wilhelm Tull, der uneheliche Adoptivneffe von Brunbert und Klaus Tull. Im Jahr 1890 ist er über Bremerhaven nach Amerika emigriert. Weshalb, weiß heute keiner mehr so genau. Er hat in seiner Werkstatt mit einer Schaufensterpuppe gebumst und wurde erwischt. Hat Bill Talls Ur-Urgroßvater Wilhelm Tull das Familienrezept für gute Requisiten-Gags gestohlen und in Übersee zu Geld gemacht? Wenn ja, dann wäre das sogar noch schlimmer als die dunkle Zeit, in der Adolf und Hermann Tull aus politischen Gründen ausschließlich schreckliche Deine-Mutter-Witze aufgeführt haben. Deine Mutter ist so fett, sie hat Blutgruppe Nutella. Das hat sie auch gesagt. Nicht. Mal ganz im Ernst, jedes Land hat man Fehler gemacht. Gut, wir haben ein, zwei Fehler mehr gemacht, aber Tomato, Tomato, Potato, Potato, ne? But this one's on you. If you don't clean up this mess, if you don't stop the spread of Tull's Tips, I'll have no choice but to send Bill Tull himself. In fact, I understand Bill is already getting ready. This is a message to Conan O'Brien and the entire United States of America. You want war? Again? Against Germany? Again? That's okay with us. But this time, please, one-on-one. Not all against one, like the last two times. This time, please, let's make it a fair, even, sort of even deal. Yes? But if you want peace, that's also okay with us. And as a sign of our goodwill, please
accept our offer. We offer you Greece. Sincerely and Zack Fedich, yours, Jan Böhmermann. Flieg, Beefträger, flieg, der Beefträger, meine Damen und Herren. Muss uns alles gefallen lassen. Nur weil man zwei Weltkriege verloren hat. Meine Damen und Herren, am 15. Mai ist es soweit. Alle Fans der drei Fragezeichen lecken sich schon die Hörspielkassettenlaufwerke danach. Die 175. Folge der drei Fragezeichen erscheint. Und seit 175, ich glaube, Jahren, denn einmal im Jahr erscheint eine Folge der drei Fragezeichen, ist unser heutiger Gast mit dabei. Die neue Folge heißt Die drei Fragezeichen und die Schattenwelt. Und er spricht den Justus Jonas. Meine Damen und Herren, ich habe es bis zu meinem 17. Lebensjahr, ich sage es ganz ehrlich, nicht geschafft, die Folge Die drei Fragezeichen und das Gespensterschloss weiterzuhören als Seite A. Und heute möchte ich mir gern von ihm erklären lassen, was auf Seite B passiert. Hier ist Oliver Rohrbeck! Hier kommt die Nummer 1. Oh Gott, oh Gott. Hier kommt die Nummer 1. Vom J zum J. Der erste Detektiv, der alles sofort checkt. Mach mal bitte leer für Oliver Rohrbeck. Hier kommt die Nummer 1. Oh Gott, oh Gott. Hier kommt die Nummer 1. Oh Gott, oh Gott. Der erste Detektiv, der alles sofort checkt. Max und Motherfucking Neues. Noch nichts sagen. Ich glaube, ich kriege eine Emotion. Noch nichts sagen. Ich mache jetzt meine Augen zu. Kannst du irgendwas sagen? Machen Sie bitte auch Ihre Augen zu, meine Damen und Herren. Sie vielleicht auch mal ganz kurz. Kannst du vielleicht irgendwas sagen, dass wir alle wissen, die jetzt nicht wissen, wie dein Gesicht aussieht, was du, das, also die erkennen dann, dass wir dich erkennen? Kommt, Kollegen, macht wieder die Augen auf. Der Fall muss gelöst werden. Oh no, he didn't. Oh, he didn't. Oh my God, I have an erection. Oliver Rohrbeck, meine Damen und Herren, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele Jahre ich zu deiner Stimme, also wechselweise eingeschlafen und ängstlich im Bett gelegen habe. Was passiert denn jetzt auf Seite 2 von? Der Fall wird immer gelöst, das heißt, man kann immer mit einem guten Gefühl einschlafen, man kann ja am nächsten Tag genau an der Stelle weiterhören. Auf jeden Fall wird der Fall gelöst, es gab noch keinen, der nicht gelöst wurde. Du bist ein Mann, der seit 175 Folgen und darüber hinaus machst du auch andere Synchronjobs, mit Sprache arbeitest. Du bist also in Amerika würde man, wie heißt es in Amerika, Voice Actor oder Dubbing Actor. Synchronsprecher, du sprichst auch Ben Stiller und viele andere. Und wir haben uns gedacht, wir würden das Interview gerne etwas anders gestalten als sonst. Wir würden gerne mit dir ein Spiel spielen. Und wir haben das Spiel angelehnt an eine Folge der drei Fragezeichen, die es vielleicht nicht gibt. Aber es heißt Das verbotene Wort. Also das Interview, man merkt, wie sich so ein Spannungsfilm überall... Das Interview wird ganz normal weitergeführt, aber es gibt für uns ein verbotenes Wort, was wir in diesem Interview nicht sagen dürfen. Und wer das sagt, der hat verloren. Es geht um die Ehre. Also sowas wie Zigarette von morgen? Das darf man dann zum Beispiel nicht sagen. Ich würde einfach hier ich gehe einmal rüber und wir haben einen Zufallsgenerator und der kann aus diesen drei Fragezeichen ein Wort machen und das dürfen wir dann nicht sagen. So. Es geht also um dieses Wort, was wir nicht sagen dürfen. Und wir machen ein neues Wort. Ein neues Wort noch, weil ich doof bin. Okay. Dieses Wort. Wenn Sie nicht wissen, wer das ist, dann schauen Sie mal auf diesen Einspielfilm. Meine Damen und Herren, der Schlupf des Sprecherkükens hat sich noch nicht eingestellt, aber so ist das mit der Natur. Zur Überbrückung der Spannung lade ich Sie recht herzlich ein, mit dabei zu sein, einen Einspielfilm mit mir, so sagen wir hier im Fernsehen, anzuschauen, über unseren heutigen Gast, dessen, und diese Bemerkung ist ein Scherz, Kopf ein kleines bisschen so aussieht wie dieses, wie gesagt, ein Witz, Ei. Oliver Rohrbeck, entschlüpft in Berlin-Charlottenburg, erlernte der Sohn einer Kinderagenturinhaberin schon im Alter von 2,5 Wochen das Sprechen und machte es wenige Jahre später zum Beruf. Der Bruce Willis unter den Synchronsprechern hat mit seinen Freunden Bob Andrews und Peter Shaw ein privates Detektivbüro und füllt mit ihnen mittlerweile nicht nur ganze Hallen, sondern auch seine Brieftasche. Bekannt als Synchronsprecher, Synchronschauspieler und Synchronschwimmer war unser Olli nicht nur Bundessieger bei einem deutschen Vorlesewettbewerb, sondern klingt auch noch verdächtig ähnlich wie Ben Stiller und Crew.
Der Träger des Deutschen Synchronpreises und einer künstlichen Herzklappe trägt sein Haar gerne offen und ist als Fan von Hertha BSC und dem FC St. Pauli auch sonst Kummer im Leben gewohnt. Viele kennen ihn nur vom Hören, aber so gut sieht er in Wirklichkeit aus. Hier ist das erste der drei Fragezeichen, Oliver Rohrbeck. Schön, dass du da bist. Danke. Du spielst seit 35 Jahren Justus Jonas. Hast du schon mal als Justus Jonas geträumt? Also meiner einer hat noch nie von Justus Jonas geträumt und auch nicht als Justus Jonas. Also diese Person hier kann diese Rolle sehr gut ablegen, wenn sie aus dem Studio geht und kann dann auch tatsächlich vergessen, was in den Aufnahmen vorgekommen ist. Ich vergesse die Folgen sofort. Was? Schwieriges Wort. Ist schwierig, ne? Komm, eins noch, ein letztes noch. Komm, dann ein letztes noch. Das fällt mir leichter als Berliner. Was ist denn eigentlich auf eurer Bühnentour zu sehen, die ja große Hallen füllt? Viele tausend Menschen sind dort. Wie muss man sich dieses vorstellen? Wir wollen dort Live-Hörspielkunst vorführen und treten dort auf mit verschiedenen Schauspielern, Musikern, natürlich einem Geräuschemacher. Und insgesamt ergibt das dann eine ganz großartige Vorführung. Ach, Scheiße! Ich wollte dich jetzt. Oh, ich hatte schon die Trickfrage vorbereitet, ob du schon mal bei Bettina Tietjen auf dem roten Sofa warst und wie die Sendung heißt. Wie sehr hasst ihr TKKG? Ja, wir gar nicht. Ja, wieso kann man das? Aber dazu muss man natürlich sagen, wenn man bei Frau Körting im Studio ist in Hamburg und wir nehmen die drei Fragezeichen da auf, dann fragt sie auch mal, du sag mal, ich habe da noch eine ganz kleine Rolle für euch drei bei TKKG, könnt ihr das nicht aufspielen? Ja, was ist es denn? Drei Rocker. Ja gut, das machen wir aber alle dann unter Pseudonym und ich trete bei TKKG immer ganz selten in kleinen Nebenrollen als Lars Lächel auf. Lars Lächel? Ja, den kenne ich nämlich wirklich, einen Lars Lächel. Und ich habe ihn dann auch gefragt, aber ich finde den Namen großartig, so wie Dolly Dollar oder sowas. Lars Lächel ist ein wunderbarer Künstlername und er hat mir erlaubt, ihn zu benutzen. Ich muss gestehen, ich habe das letzte Mal drei Fragezeichen wirklich gehört als Jugendlicher. Mittlerweile bin ich da nicht so drin. Aber wie sehr ist man unter Aktualisierungszwang, dass man das alles anpassen muss? Ab und zu mal eine neue Titelmelodie, vielleicht mal so einen neuen Charakterspin, irgendwas, keine Ahnung, Justus Jonas. Ich habe ja immer gedacht, dass er schwul wäre. Ehrlich gesagt. Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Dann müsste man ja darüber nachdenken, was passiert, wenn er mal 18 oder 19 oder 20 wird. Das wissen wir ja nicht. Aber er wird nie älter. Er wird nicht älter. Also wir haben jetzt die ganzen 35 Jahre technische Entwicklung mitgemacht. Wir hatten am Anfang kein Telefon. Jetzt haben wir ein Handy. Dann hatten wir irgendwann mal einen Anrufbeantworter und einen Fax und so eine Sachen. Jetzt haben wir Handy und E-Mail. Und das konnten wir also alles mitnehmen. Aber wir sind nicht älter geworden. Und insofern muss man sich auch nicht sehr anpassen. Im Gegenteil, man muss also das eher so bewahren, dass wir in dieser ständigen Blase der Zeitlosigkeit drin bleiben. Ihr habt als Kinder angefangen. Als 13-Jähriger, also das ist völlig unglaubwürdig, dass wir das immer noch machen. Aber man sieht euch ja nicht, das ist ein großer Vorteil. Das ist, das funktioniert ja auch nur beim Hörspiel. Wir wurden ja dann immer gefragt, warum wir in diesen drei Fragezeichen-Filmen die drei Jungs da nicht synchronisiert haben. Das hätten wir auch sowieso nicht gemacht, um unseren Fans jetzt keine Illusion zu rauben, damit die sich dann plötzlich immer diese Gesichter vorstellen und wir haben die autorisiert mit unseren Stimmen. Das hätten wir also nicht gemacht, aber das hätte auch nicht funktioniert. Das waren ja dann tatsächlich 12-jährige Schauspieler und da merkt man natürlich sofort, dass unsere Stimmen viel, viel zu alt sind. Am 22. Mai habt ihr noch ein paar Zusatztermine mit eurer Show. Wahnsinnig große Arenen. Wie sieht das Publikum aus? 12-Jährige oder jung gebliebene 42-Jährige? Nee, es ist alles. Also es sind ganze Familien, die mit Kindern gehen. Es gehen, sind unglaublich viel Junggebliebene oder es sind auch ganz viele zwischen 25 und mittlerweile 45. Unser Publikum wächst mit. Das freut uns sehr. Wir sind dann wieder in den großen Hallen. Hamburg zum Beispiel wieder 12.000. In Düsseldorf glaube ich 10. 12.000? Ja, Oberhausen. 12.000, Leute. 12.000. So viel haben wir bei ZDF Neo nicht an Zuschauern. Und ich habe das in einem Abend. Das gibt's doch gar nicht. Wie findest du eigentlich als jemand, der quasi Texte von Alfred Hitchcock aufführt, unseren Suspense-Moment, dass wir jederzeit kann quasi der Kohn schlüpfen. Es jederzeit kann dann ein Sprecher rauskommen. Das könnte glibberig werden. Ja, meine Damen und Herren, wenn Sie...
Es, leider, offensichtlich will die Natur nicht das in der Sendung. Aber so ist das nun mal. Die Natur lässt sich nicht in das enge Korsett einer Fernsehsendung zwängen. Wenn Sie den Schlupf des Cohns beobachten wollen, wir haben einen Livestream im Internet. Wir können vielleicht mal die URL einblenden. Da können Sie, unter dieser Adresse, können Sie sehen, wenn der Cohn schlüpft. Hoffentlich schlüpft er eines Tages und er wird dann nicht ewig drinbleiben. Und wir sehen ihn nächste Woche wieder. Oliver Rohrbeck, schön, dass du da warst. Auf viele weitere Folgen, drei Fragezeichen. Nächste Woche Helene Hegemann und Chili Gonzales. Also es lohnt sich einzuschalten. Das war das Neo-Magazin für diese Woche. Tschüss, bis dann. Die Stimme von Justus Jonas von den drei Fragezeichen, Hörspielfans aus allen Ländern der Welt werden ihn kennen. Oliver Rohrbeck ist zu Gast. Ich lade Sie recht herzlich an, meine Damen und Herren, wenn Sie mögen, mit dabei zu sein, Zeuge zu sein eines eventuell, also wenn Sie wollen und wenn ich will, Naturschauspiels der Extraklasse hier in Ihrem ZDF Neo, das kleine Schlüpfen. Heute haben wir ein Sprecherei im Studio und wir wissen nicht genau, wann kommt der William Cohn heraus, wann findet der Schlupf statt. Bis dahin müssen wir Sie unterhalten mit einer Standardsendung, der Hashtag der Woche. Oh, ich habe ein Geräusch gehört, vielleicht ist es bald soweit, vielleicht kommt bald der Durchbruch. Wir wissen es nicht, wir können die Natur nicht beeinflussen, der Hashtag der Woche. Aber wenn Sie das Internet beeinflussen möchten in dieser Woche, lautet Ask Adi. Hashtag der Woche, Ask Adi. Und eine schlechte Nachricht direkt zu Beginn. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die Bild-Zeitungsredaktion hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Und nicht nur die. Griechenland, das ist dieses Pleiteland im Mittelmeer, möchte von Deutschland, kam diese Woche raus, haben sie angemeldet, 300 Milliarden Euro haben. Die Griechen wollen 300 Milliarden von uns Deutschen haben. Wir haben einen Taschenrechner rausgeholt und haben einfach mal ganz knallhart durchgerechnet, 300 Milliarden Euro an Griechenland zahlen, da wäre es eigentlich fast billiger, einen dritten Weltkrieg anzufangen. Also eigentlich, und es wäre mehr Fun. Und es wäre mehr Fun. Oh. 300 Milliarden Euro oder wie Flair sagen würde, Einkommensteuervorauszahlung fürs zweite Quartal 2015. Und ich zahle 1000 Millionen mal mehr Steuern als alle anderen. Okay, Griechen, meinetwegen, ihr könnt die 300 Milliarden Euro haben. Oder ihr nehmt Tor 3. Schade. Meine Damen und Herren, kennen Sie diese alte, ich weiß nicht, ob Sie die kennen, kennen Sie diese alte Seemannsweisheit, immer wenn Johannes B. Kerner weint, stirbt irgendwo auf der Welt eine Gutfried-Geflügelleberwurst? und in dieser Woche hat Johannes B. Kerner zusammen mit seinem, ich glaube, Sie sind Facebook-Freunde, mit seinem Kollegen Jörg Pilawa viel Grund zu weinen. Denn beim Wurstgiganten Rügenwalder hat man herausgefunden, es wirklich war, dass die Wurst immer unbeliebter wird. In Zukunft werden die Menschen weniger Wurst essen. Der Marketingchef von Rügenwalder hat sogar gesagt, und das ist kein Scherz, die Wurst ist die Zigarette von morgen. Die Wurst ist die Zigarette. Was wir Wurstfans hier im Neo-Magazin Royal uns gefragt haben, steht dann auf der Verpackung von so Würstchen auch, Wurstkonsum während der Schwangerschaft macht ihr Kind dick und hässlich. Mann, den weiß ich nicht. Ich sollte nicht so viel Wurst essen. Keine Ahnung. Zur Entwöhnung übrigens, falls Sie auch runterkommen wollen von der Wurst, gibt es jetzt für alle Süchtigen Mortadella-Pflaster in der Apotheke zu kaufen. Nehmen Sie einfach so. Oh, habe ich da gerade das Ei? Ich gehe ganz kurz mal eben rüber zu unserem Ei, meine Damen. Ich darf Sie recht herzlich bei der Hand nehmen, vielleicht mal ganz kurz. Kommen Sie mal mit rüber, schauen wir mal gemeinsam, was das Ei macht. Es ist, ja, das ist ein ganz spezielles, das kleine Schlüpfen heute hier. Nur aus dem privaten Hobbyraum. Nee, komm, Mandy, wir machen jetzt mal was für YouPorn. Mal gucken, ob wir Klicks bekommen. Hey, Partystimmung! Meine Damen und Herren, am 4. April wurde die Lieblingsfirma aller Menschen auf der Welt, Microsoft, 40 Jahre alt. Microsoft, 40 Jahre alt, die Erfinder von Windows. Microsoft wird 40 Jahre alt. Microsoft, oder wie wir das hier nennen, das Apple des kleinen Mannes. Oh. Ist da gerade Karl Klammer aufge... Was? Wie es aussieht, machen Sie einen Stand-up. Kann ich Ihnen weiterhelfen? Nee, erstmal ohne Hilfe weitermachen.
Microsoft, natürlich die Erfinder von Windows, ist ja klar, das ist das bekannteste Produkt von Microsoft. In 40 Jahren ist nur Jenny Elvers öfter abgestürzt. Sind Sie sicher, dass Sie diesen Witz machen wollen? Ja, Karl, ich habe den Witz ja gemacht, Karl Klammer. Den mach ich mal als Witzvorlage, speichern vielleicht für, falls ich mal bei Tele5 eine Show bekomme oder sowas. Übrigens, wussten Sie, dass diese Sendung auch mit Microsoft-Produkten hergestellt, wir benutzen auch ausschließlich... Oh, was ist das denn schon wieder? Ach Gott. Ja, machen wir mal lieber abgesichert. Mal gucken, ob das noch funktioniert. Gut. Aber da kann man jetzt gar keine Treiber geladen. Lieber ganz hart neu starten. Das ist immer besser. Jan, ich hab dich gefragt. Nee, habt ihr ein Problem oder was? Ob du Probleme hast. Ob ihr Probleme habt, würde ich wissen. Ich hab doch zuerst gefragt, ob du Probleme hast. Ich hab keine Probleme. Habt ihr Probleme? Wenn du Probleme hast, ja, dann tut es mir ja, leid. Hessen hat 99 und für deins keine Zeit. Hit me. Man weiß nicht, was man von ihm halten soll. Der König persönlich oder ein alter Troll. Er stand schon mit viel und doch schon mit nix da. Viagra-Maskottchen, Schutzpatron, der Wichser. Aber what the dilly, what der Handel. Ja, er rockt alle Partys nur im Bademantel. Und das sechste Glas später checkt es fast jeder. Er ist Hef, der Chef, der perfekte Ich glaube, ich sollte auf diesen Beef antworten. Lieber, wie heißt der, Conan? Conan, ja. Conan? Wie der Schwarzenegger-Film? Richtig. O'Brien. Lieber Conan, wir vom Neo Magazin Royal klauen nicht. Wir haben noch nie geklaut, darauf gebe ich Ihnen mein Ehrenwort. Ich wiederhole, mein Ehrenwort. In der Tat mussten wir herausfinden, dass nicht wir die Verletzer geistigen Eigentums sind, sondern Sie. Sie, Conan. Sie haben gestohlen und wir haben auch einen Videobeweis. This time it's a show in Germany. Germany. And the German guy says Zack für dich. Zack für dich. Die Fernsehwelt hält den Atem an. Hat das Neo Magazin Royal mal wieder eiskalt dem Urheberschutzgesetz ins Gesicht gekackt? Die Amerikaner haben den Requisitenwitz erfunden. Das gibt's doch nicht, so ein Quatsch. Nur mal als Beispiel. Wer hat das Auto erfunden? Ein Deutscher. Wer ist damit reich und berühmt geworden? Henry Ford, Amerikaner. Oder Burger King und McDonald's machen seit Jahrzehnten Millionen mit Hamburgern. Hamburg, deutsche Stadt. Die Amerikaner sind zum Mond geflogen. Schon mal was von Werner von Braun gehört? Die wurden zum Mond geflogen, von uns. So ist das mit den Amerikanern. Die klauen wie die Elstern. Die haben keine eigene Kultur. Alles von uns Deutschen. Fakten, die nicht lügen. Und auch der Blick in die Vergangenheit zeigt, diese Art von Requisiten-Gags gibt's in Deutschland schon seit Tausenden von Jahren. Diese Art von Requisiten-Gags gibt's in Deutschland schon seit Tausenden von Jahren. Höhlenmalereien aus dem Schwesternküssertal bei Saarbrücken belegen, dass die ersten Witze dieser Gattung bereits zum Ende der Kreidezeit gemacht wurden. Mammut. Kartoffeln. Lustiges kleines Spielzeug. Und zack, fertig. Happy Meal. Die Requisiteur-Dynastie der Familie Tull. Seit Generationen pflegen die Vorfahren von Marcel und Simon Tull, so ihr bürgerlicher Name, den Requisitenscherz. Die beiden sind direkte Nachfahren von Melchior und Godehard Tull, die laut Familienchronik im Jahr 1305 den neuzeitlichen Requisitenscherz erfunden haben. Eine Ratte, dran lecken und zack, fertig, Impfung. Doch im Familienstammbaum der Tulls findet sich ein dunkler Fleck. Wilhelm Tull, der uneheliche Adoptivneffe von Brunbert und Klaus Tull.
Im Jahr 1890 ist er über Bremerhaven nach Amerika emigriert. Weshalb, weiß heute keiner mehr so genau. Er hat in seiner Werkstatt mit einer Schaufensterpuppe gebumst und wurde erwischt. Hat Bill Talls Ur-Urgroßvater Wilhelm Tull das Familienrezept für gute Requisiten ge... Neo Magazin Royal mit Jan Böhmermann. Folge 10, die drei ASCII-Zeichen und das geheimnisvolle Gruselei. Mein Name ist Jan Böhmermann. Heute zu Gast Oliver Rohrbeck. Musik Dendemann und die Freie Radikale. Ja, wir sind die. Das hier ist Jan Böhmermann. Meine Damen und Herren, die Stimme von Justus Jonas von den drei Fragezeichen, Hörspielfans aus allen Ländern der Welt werden ihn kennen. Oliver Rohrbeck ist zu Gast. Und ich lade Sie recht herzlich an, meine Damen und Herren, wenn Sie mögen, mit dabei zu sein, Zeuge zu sein eines eventuell, also wenn Sie wollen und wenn ich will, Naturschauspiels der Extraklasse hier in Ihrem ZDF Neo, das kleine Schlüpfen. Heute haben wir ein Sprecherei im Studio und wir wissen nicht genau, wann kommt der William Cohn heraus, wann findet der Schlupf statt. Bis dahin müssen wir Sie unterhalten mit einer Standardsendung, der Hashtag der Woche. Oh, ich habe ein Geräusch gehört, vielleicht ist es bald soweit, vielleicht kommt bald der Durchbruch. Wir wissen es nicht, wir können die Natur nicht beeinflussen, der Hashtag der Woche. Aber wenn Sie das Internet beeinflussen möchten in dieser Woche, lautet Ask Adi. Hashtag der Woche, Ask Adi. Und eine schlechte Nachricht direkt zu Beginn. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die Bild-Zeitungsredaktion hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Und nicht nur die. Griechenland, das ist dieses Pleiteland im Mittelmeer, möchte von Deutschland, kam diese Woche raus, haben sie angemeldet, 300 Milliarden Euro haben. Die Griechen wollen 300 Milliarden von uns Deutschen haben. Wir haben einen Taschenrechner rausgeholt und haben einfach mal ganz knallhart durchgerechnet, 300 Milliarden Euro an Griechenland zahlen, da wäre es eigentlich fast billiger, einen dritten Weltkrieg anzufangen. Also eigentlich, uns wäre mehr Fun. Uns wäre mehr Fun. Oh, 300 Milliarden Euro oder wie Flair sagen würde, Einkommensteuervorauszahlung fürs zweite Quartal 2015. Und ich zahle 1000 Millionen mal mehr Steuern als alle anderen. Okay, Griechen, meinetwegen, ihr könnt die 300 Milliarden Euro haben. Oder ihr nehmt Tor 3. Ganzen 35 Jahre technische Entwicklung mitgemacht. Wir hatten am Anfang kein Telefon, jetzt haben wir ein Handy, dann hatten wir irgendwann mal einen Anrufbeantworter und einen Fax und so eine Sachen. Jetzt haben wir Handy und E-Mail und das konnten wir also alles mitnehmen, aber wir sind nicht älter geworden und insofern muss man sich auch nicht sehr anpassen. Im Gegenteil, man muss also das eher so bewahren, dass wir in dieser ständigen Blase der Zeitlosigkeit drin bleiben. Ihr habt als Kinder angefangen. Als 13-Jähriger, also das ist völlig unglaubwürdig, dass wir das immer noch machen. Aber man sieht euch ja nicht, das ist ein großer Vorteil. Das ist, das funktioniert ja auch nur beim Hörspiel. Wir wurden ja dann immer gefragt, warum wir in diesen drei Fragezeichen-Filmen die drei Jungs da nicht synchronisiert haben. Das hätten wir auch sowieso nicht gemacht, um unseren Fans jetzt keine Illusionen zu rauben, damit die sich dann plötzlich immer diese Gesichter vorstellen und wir haben die autorisiert mit unseren Stimmen. Das hätten wir also nicht gemacht, aber das hätte auch nicht funktioniert. Das waren ja dann tatsächlich 12-jährige Schauspieler und da merkt man natürlich sofort, dass unsere Stimmen viel, viel zu alt sind. Am 22. Mai habt ihr noch ein paar Zusatztermine mit eurer Show. Wahnsinnig große Arenen. Wie sieht das Publikum aus? 12-Jährige oder jung gebliebene 42-Jährige? Nee, es ist alles. Also es sind ganze Familien, die mit Kindern gehen. Es gehen, sind unglaublich viel Junggebliebene oder es sind auch ganz viele zwischen 25 und mittlerweile 45. Unser Publikum wächst mit. Das freut uns sehr. Wir sind dann wieder in den großen Hallen. Hamburg zum Beispiel wieder 12.000, in Düsseldorf glaube ich 10.000. Ja, Oberhausen. 12.000, Leute, 12.000. So viel haben wir bei ZDF Neo nicht an Zuschauern. Und ich habe das in einem Abend. Das gibt's doch gar. Wie findest du eigentlich als jemand, der quasi Texte von Alfred Hitchcock aufführt, unseren Suspense-Moment, dass wir jederzeit kann quasi der Cohn schlüpfen? Jederzeit kann hier ein
kann dann Sprecher rauskommen. Das könnte glibberig werden. Ja, meine Damen und Herren, wenn Sie... Es leider, offensichtlich will die Natur nicht das in der Sendung, aber so ist das nun mal. Die Natur lässt sich nicht in das enge Korsett einer Fernsehsendung zwängen. Wenn Sie den Schlupf des Kohns beobachten wollen, wir haben einen Livestream im Internet, wir können vielleicht mal die URL einblenden, da können Sie, unter dieser Adresse, können Sie sehen, wenn der Kohn schlüpft, hoffentlich schlüpft er eines Tages und er wird dann nicht ewig drinbleiben und wir sehen ihn nächste Woche wieder. Oliver Rohrbeck, schön, dass du da warst. Auf viele weitere Folgen, 3 Fragezeichen. Nächste Woche Helene Hegemann und Chili Gonzales. Also es lohnt sich einzuschalten. Das war das Neo-Magazin für diese Woche. Tschüss, bis dann. Neo, Neo, Magazin Royale, das war das Neo, Neo, Magazin Royale, das war das Neo, 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 das war das Neo, Magazin Royale. Hashtag der Woche. Oh, ich habe ein Geräusch gehört. Vielleicht ist es bald soweit. Vielleicht kommt bald der Durchbruch. Wir wissen es nicht. Wir können die Natur nicht beeinflussen. Der Hashtag der Woche. Aber wenn Sie das Internet beeinflussen möchten in dieser Woche, lautet Ask Adi. Hashtag der Woche. Ask Adi. Und eine schlechte Nachricht direkt zu Beginn. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die Bild-Zeitungsredaktion hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Und nicht nur die. Griechenland, das ist dieses Pleiteland im Mittelmeer, möchte von Deutschland, kam diese Woche raus, haben sie angemeldet, 300 Milliarden Euro haben. Die Griechen wollen 300 Milliarden von uns Deutschen haben. Wir haben einen Taschenrechner rausgeholt und haben einfach mal ganz knallhart durchgerechnet, 300 Milliarden Euro an Griechenland zahlen, da wäre es eigentlich fast billiger, einen dritten Weltkrieg anzufangen. Also eigentlich, und es wäre mehr Fun, und es wäre mehr Fun. Oh. 300 Milliarden Euro oder wie Flair sagen würde, Einkommensteuervorauszahlung fürs zweite Quartal 2015. Und ich zahle 1000 Millionen mal mehr Steuern als alle anderen. Okay, Griechen, meinetwegen, ihr könnt die 300 Milliarden Euro haben. Oder ihr nehmt Tor 3. Schade. Meine Damen und Herren, kennen Sie diese alte, ich weiß nicht, ob Sie die kennen, kennen Sie diese alte Seemannsweisheit, immer wenn Johannes B. Kerner weint, stirbt irgendwo auf der Welt eine Gutfried-Geflügelleberwurst? Und in dieser Woche hat Johannes B. Kerner zusammen mit seinem, ich glaube, Sie sind Facebook-Freunde, mit seinem Kollegen Jörg Pilawa viel Grund zu weinen. Denn beim Wurstgiganten Rügenwalder hat man herausgefunden, es ist wirklich wahr, dass die Wurst immer unbeliebter wird. In Zukunft werden die Menschen weniger Wurst essen. Der Marketingchef von Rügenwalder hat sogar gesagt, und das ist kein Scherz, die Wurst ist die Zigarette von morgen. Die Wurst ist die Zigarette. Was wir Wurstfans hier im Neo-Magazin Royal uns gefragt haben, steht dann auf der Verpackung von so Würstchen auch, Wurstkonsum während der Schwangerschaft macht ihr Kind dick und hässlich. Mann, den weiß ich nicht. Ich sollte nicht so viel Wurst essen. Keine Ahnung. Zur Entwöhnung übrigens, falls Sie auch runterkommen wollen von der Wurst, gibt es jetzt für alle Süchtigen Mortadella-Pflaster in der Apotheke zu kaufen. Wenn Sie einfach so, oh, habe ich da gerade das Ei? Ich gehe ganz kurz mal eben rüber zu unserem Ei, meine Damen. Ich darf Sie recht herzlich bei der Hand nehmen, vielleicht mal ganz kurz. Kommen Sie mal mit rüber, schauen wir mal gemeinsam, was das Ei macht. Es ist, ja, das ist ein ganz spezielles, das kleine Schlüpfen heute hier. Mensch, spüren Sie auch die Spannung? Einfach mal 90 Minuten lang Eier filmen. Das kennt man sonst in Ostdeutschland nur aus dem privaten Hobbyraum. Nee, komm, Mandy, wir machen jetzt mal was für YouPorn. Mal gucken, ob wir Klicks bekommen. Hey, Partystimmung! Meine Damen und Herren, am 4. April wurde die Lieblingsfirma aller Menschen auf der Welt, Microsoft, 40 Jahre alt. Microsoft, 40 Jahre alt, die Erfinder von Windows. Microsoft wird 40 Jahre alt. Microsoft, oder wie wir das hier nennen, das Apple des kleinen Mannes. Oh. Back. Hier kommt die Nummer 1. Oh Gott, oh Gott, hier kommt die Nummer 1. Vom J zum J, der erste Detektiv, der alles sofort checkt. Mach mal bitte Lärm für Oliver Rohrbeck. Hier kommt die Nummer 1. Oh Gott, oh Gott, hier kommt die Nummer 1. Oh Gott, oh Gott, der erste Detektiv, der alles sofort checkt. Make sure the motherfucking noise for Oliver Rohrbeck. Oliver Rohrbeck. Noch nichts sagen, noch nichts sagen. Noch nichts sagen. Ich glaube, ich kriege eine Emotion. Noch nichts sagen. Ich mache jetzt meine Augen zu. Kannst du irgendwas sagen?
Machen Sie bitte auch Ihre Augen zu, meine Damen und Herren. Sie vielleicht auch mal ganz kurz. Kannst du vielleicht irgendwas sagen, dass wir alle wissen, die jetzt nicht wissen, wie dein Gesicht aussieht, was du... Also die erkennen dann, dass wir dich erkennen? Kommt, Kollegen, macht wieder die Augen auf. Der Fall muss gelöst werden. Oh, no, he didn't. Oh, he didn't. Oh, my God, I have an erection. Oliver Rohrbeck, meine Damen und Herren, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele Jahre ich zu deiner Stimme, also wechselweise eingeschlafen und ängstlich im Bett gelegen habe. Was passiert denn jetzt auf Seite 2 von... Der Fall wird immer gelöst, das heißt, man kann immer mit einem guten Gefühl einschlafen, man kann ja am nächsten Tag genau an der Stelle weiterhören. Auf jeden Fall wird der Fall gelöst, es gab noch keinen, der nicht gelöst wurde. Du bist ein Mann, der seit 175 Folgen und darüber hinaus machst du auch andere Synchronjobs, mit Sprache arbeitest. Du bist also in Amerika würde man, wie heißt es in Amerika, Voice Actor oder Dubbing Actor. Synchronsprecher, du sprichst auch Ben Stiller und viele andere. Und wir haben uns gedacht, wir würden das Interview gerne etwas anders gestalten als sonst. Wir würden gerne mit dir ein Spiel spielen. Und wir haben das Spiel angelehnt an eine Folge der 3 Fragezeichen, die es vielleicht nicht gibt. Aber es heißt Das verbotene Wort. Also das Interview, man merkt, wie sich so ein Spannungsfilm überall... Das Interview wird ganz normal weitergeführt, aber es gibt für uns ein verbotenes Wort, was wir in diesem Interview nicht sagen dürfen. Und wer das sagt, der hat verloren. Es geht um die Ehre. Also sowas wie Zigarette von morgen? Das oder? Darf man dann zum Beispiel nicht sagen. Ich würde einfach hier ich gehe einmal rüber und wir haben einen Zufallsgenerator. Und der kann aus diesen 3 Fragezeichen ein Wort machen. Und das dürfen wir dann nicht sagen. So. Es geht also um dieses Wort, was wir nicht sagen dürfen. Und, ja. Warte. Wir machen ein neues Wort. Ein neues Wort noch, weil ich doof bin. Okay. Dieses Wort. Wenn Sie nicht wissen, wer das ist, dann schauen Sie mal auf diesen Einspielfilm. Meine Damen und Herren, der Schlupf des Sprecherkükens hat sich noch nicht eingestellt, aber so ist das mit der Natur. Zur Überbrückung der Spannung lade ich Sie recht herzlich ein, mit dabei zu sein. Ein Einspielfilm mit mir, so sagen wir hier im Fernsehen.